Hallo, hier ist wieder Roland Konrad von Pan Ocean Photo. Du schaust unser Video-Workshop zur Unterwasserfotografie in Höhlen. Schön, dass du dabei bist. Ich bin reisender Unterwasserfotograf und momentan befinde ich mich auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Die fantastischen Höhlen und Zenoten machen das hier zum perfekten Reiseziel für uns Unterwasserfotografen. In unseren ersten beiden Videos, die du auf www.panoceanphoto.com findest, haben wir uns mit der Vorbereitung und der Tauchgangsplanung sowie mit der notwendigen Ausrüstung befasst. Jetzt will ich aber endlich mit dir ins Wasser und fotografieren. Damit dein Fotoprojekt in der Unterwasserhöhle auch glückt, geht es jetzt um den Komplex der Belichtung. Wenn wir an Licht und Fotografie denken, dann geht es erst einmal um die Frage der Lichtmenge. Mit Verschlusszeit, Blende und ISO-Einstellung können wir das regeln. Damit muss ich dich an dieser Stelle nicht langweilen. In unserer Workshop-Reihe Licht und Wasser auf www.panoceanphoto.com wirst du dazu jede Menge interessante Informationen finden. An dieser Stelle nur eine Sache. Die Versuchung ist enorm groß, in dunklen Umgebungen die Lichtempfindlichkeit hochzudrehen, sprich eine große ISO-Zahl zu wählen. Davon rate ich dringend ab. Wir brauchen für die Nachbearbeitung möglichst rauschfreies Bildmaterial. Wie in einem Studio regeln wir in der Höhle die Lichtmenge über unsere künstlichen Lichtquellen. Es gibt kein in seiner Stärke vorgegebenes Rest- oder Umgebungslicht, auf das wir Rücksicht nehmen müssten. Also leuchten wir unser Motiv und seine Umgebung so aus, wie wir es brauchen. Um bei der Belichtung genau das Ergebnis zu erhalten, das du haben möchtest, musst du einen zentralen Knackpunkt beachten. Die Menge des Lichts, das auf deinen Sensor fällt, wird beim Blitzlicht nur von der Blende beeinflusst. Bei Dauerlicht, sprich Lampen, kannst du die Lichtmenge über Blende und Verschlusszeit regulieren. Die Erklärung dafür ist einfach. Die Abbrenndauer des Blitzes ist immer kürzer als die Verschlusszeit, mit denen ich in der Höhle noch sinnvoll arbeiten kann. Oder um es sich ganz bildlich vorzustellen. Der Blitz sendet seine gesamte Lichtmenge in so kurzer Zeit aus, dass es komplett während der Öffnung der Blende auf den Sensor trifft. Es spielt keine Rolle, ob die Öffnung genauso lange wie der Blitz dauert oder ob sie davor oder danach noch einige Zeit geöffnet bleibt. Anders ist das bei Dauerlicht. Dort ist die Dauer der Blendenöffnung, auch Verschlusszeit genannt, dafür entscheidend, wie viel Licht auf deinem Sensor fällt. Schließlich produziert deine Lampe ja auch dauerhaft Licht. Deshalb, lange Verschlusszeit bedeutet mehr Licht auf dem Sensor, kurze weniger. Soweit logisch. Die Größe der Blendenöffnung behält hier ihren üblichen Effekt. Je größer sie ist, umso mehr Licht lässt sie durch. Wie gehe ich also in der Praxis vor? Meine Blende stelle ich so ein, dass ich keine Randunschärfen habe und die Schärfentiefe groß genug ist. Häufig liegt das bei Wechselobjektivkameras irgendwo zwischen Blende 9 und 13, bei kompakten zwischen 7,1 bis 10. Die ISO stelle ich je nach Sensorqualität zwischen 100 und 400 ein, ganz selten darüber. Die einzige Einstellung, die ich an meiner Kamera verändere, ist die Verschlusszeit. Und das, wie gesagt, auch nur, wenn ich mit Dauerlicht arbeite. Da sich in einer Höhle meist nicht schnell bewegt, kann ich hier mit einer 15 oder manchmal sogar mit einer 10 Sekunde verwacklungsfrei arbeiten. Auch von einer nicht allzu starken Lampe fange ich dann immer noch einiges an Licht an. Wenn ich mit meinem Belichtungsergebnis nicht zufrieden bin, habe ich jetzt nur noch eine Option. Ich muss die Ausleuchtung in der Höhle ändern. Also verändere ich die Einstellung an meinen Blitzen oder muss andere Lampen benutzen bzw. welche hinzufügen oder wegnehmen. Sie näher oder weiter entfernt von meinem Motiv oder Kamera zu positionieren, kann natürlich auch helfen. Grundsätzlich gilt, du brauchst umso mehr und stärkere Lichtquellen, je größer die Höhlenräume sind, in denen du fotografierst, je dunkler das Gestein ist, dort wo du deine Aufnahmen machen möchtest, und je weiter voneinander entfernt die Motive sind, die du in einer Fotografie ausleuchten möchtest. Wie erkennst du nun, ob dein Bild richtig belichtet ist? Also vor Ort und im Wasser. Denn für das Foto später noch einmal in die Höhle zurückzutauchen und die Aufnahme wiederholen,
Das ist mit vertretbarem Aufwand häufig nicht möglich. Die Lösung ist ganz einfach. Auf den Bildschirm der Kamera gucken. Oder, wenn du über eine modernere Kamera verfügst, in den digitalen Sucher. Hier schaue ich darauf, ob das Bild genau an den Stellen hell ist, an denen ich es hell haben möchte, und dunkel, dort, wo es dunkel sein soll. Hört sich schrecklich banal an, ich weiß. Aber ich erlebe es immer wieder, dass Fotografen mehr auf ein eingeblendetes Histogramm achten, als auf das Bild selbst. Und das macht kaum Sinn. In Höhenaufnahmen gibt es sehr häufig dunkle Bereiche. Das Histogramm würde mir ein unterbelichtetes Bild anzeigen. Trotzdem bleibt es eine gute Belichtung, denn ich wollte die dunklen Bereiche ja auch haben. Das einzige zusätzliche digitale Hilfsmittel, das ich in der Höhenfotografie zur Belichtungskontrolle benutze, ist die Überbelichtungswarnung. Habe ich einzelne Bereiche zu hell ausgeleuchtet? Gerade in Höhlen mit hellem Gestein kann das durchaus einmal passieren. Auch Lichtstrahlen von Tauchlampen oder Blitzen können zu hell werden. Dann muss ich entweder durch Anpassung meiner Belichtungseinstellungen oder durch Veränderungen der Ausleuchtung eingreifen. Belichten in der Höhle ist also gar nicht schwer. Du musst halt nur bereit sein, sie manuell vorzunehmen. Aber jetzt, da du weißt, wie es geht, ist das kein Problem. Das Schöne in der Höhle ist ja auch, du hast Zeit für die Belichtung. Deine Motive bewegen sich ja nicht. Probiere also in aller Ruhe aus. In den weiteren Videos hier auf www.panoceanphoto.com erkläre ich auch noch, wie du in dunklen Umgebungen fokussieren kannst und wie du eine Höhle richtig ausleuchtest. Wenn dir dieses Video also gefallen hat, dann abonniere doch unseren YouTube-Kanal oder unseren Newsletter auf unserer Homepage.